Die Akupressur kommt genau wie die Akupunktur aus der traditionellen chinesischen Medizin. Die Grundannahme dabei ist, dass verschiedene Meridiane deinen Körper durchlaufen. Sind diese Energiebahnen blockiert, kommt es häufiger zu Krankheiten oder Schmerzen. Später wurden Fakirmatten oder Nagelbretter von Fakiren oder Yogis in Indien benutzt, um Blockaden zu lösen. Die heutige Akupressurmatte sorgt dafür, dass viele kleine Spitzen an unterschiedlichen Akupressur-, also Akupunkturpunkten des Körpers gepresst werden. Ungefähr 6000 kleine Spitzen pressen sich in die Haut und verursachen einen leichten Schmerz. Manche bemerken auch gar keinen Schmerz. Wenn du einen spüren solltest, wird dieser nach kurzer Eingewöhnungszeit verschwinden. Das Körpergewicht verteilt sich hiermit meist gleichmäßig über die gesamte Matte. Der Druck, der auf diese Punkte ausgeübt wird, wirkt stimulierend, regt die Durchblutung an und kann solche Blockaden lösen. Wenn du die Matte das allererste Mal nutzt, ist es zum Vorteil, wenn du ganz bequeme Kleidung trägst, vielleicht hast du ein dünnes Shirt an oder wenn du mutig bist und nicht so schmerzempfindlich bist, kannst du auch den Rücken frei haben. Dann legst du dich ganz entspannt auf die Matte ab, schaust, dass das Gewicht ungefähr gleich verteilt ist, deine Beine liegen ungefähr mattenweit geöffnet, deine Arme sind ungefähr achselweit geöffnet, dann schließt du die Augen und für 20 Minuten lässt du die Akupressurpunkte für sich arbeiten. Thank you.
Thank you.